Heute gibt's ein XXL Season 16 News Update. Ich fasse alles zusammen, was bis jetzt bekannt ist. Es wird sicherlich das ein oder andere noch dabei sein, was ihr noch nicht gehört habt. Aber das meiste könnte sein, dass ihr das schon kennt. Ich werde ins Detail gehen für alles, wo ich auch Details habe. Ihr werdet also nichts verpassen oder irgendwelche Informationen werden fehlen. Wir werden direkt anfangen. Chronologisch am besten natürlich, was gibt es bei den Legenden? Es gibt drei Theorien. Die erste, es gibt gar keine Legende. Das ist die Theorie, die tatsächlich am wahrscheinlichsten ist, weil eine Menge rund um Apex Legends Season 16 an Meta-Änderungen und allgemeinen Änderungen passieren soll, dass das Spiel stabiler läuft und so weiter und so fort. Sollte keine neue Legende kommen, ist Ballistik ganz, ganz hoch im Kurs. Fähigkeiten werde ich natürlich hier der Vollständigkeit halber euch noch sagen. Die passive Fähigkeit, ihr könnt eine dritte Waffe aufnehmen, die könnt ihr aber nicht mit Aufsätzen ausrüsten. Die Taktik, ihr könnt ein Projektil auf einen Gegner schießen. Ihr könnt dabei anvisieren, um es einfacher zu treffen. Und der Gegner bekommt einen Debuff. Seine Waffe wird im Gefecht überhitzen. Und sollte die Waffe überhitzen, bekommt der Gegner Schaden. Ultimative Fähigkeit finde ich sehr, sehr interessant. Alle Mates im Umkreis, inklusive dir selber, vielleicht sogar auch die Gegner, wenn sie im Umkreis sind, das ist aber nicht klar, bekommen einen Buff. Schnelleres Nachladen für diesen kurzen Zeitraum des Buffs, unendlich Munition und ihr bewegt euch schneller, wenn ihr die Waffe nicht ausgerüstet habt. Und als letztes die passive Waffe, die ihr ausrüsten könnt, die dritte Waffe, die nicht ausrüstbar ist mit Aufsetzen, die wird dann auf Gold abgegradet, was ich eine absolut krasse Sache finde. So, wir gehen weiter im Text. Also entweder keine Legende, Ballistik oder sogar im Raum steht die Theorie, dass Rhapsody, eine exklusive mobile Legende von der Handyversion, könnte eventuell auch in Season 16 kommen. Ich spare mir hier die Fähigkeiten, weil die Legende schon lange im Spiel ist auf dem Handy. Deswegen will ich das hier nicht unnötig in die Länge treiben. Wir fangen mit den Buffs und Nerfs von Legenden an. Hier gibt es nicht viele Details. Mirage könnte sein, dass es ein Buff wird oder vielleicht sogar ein Rework. Pathfinder, Rework oder nur Änderung der passiven Fähigkeit, was schon lange Zeit wird. Und ganz hoch im Kurs sollte es nur die passive sein. 50% schnellere Geschwindigkeit über die Zipline. Krypto soll einen Buff bekommen. Wie der aussieht, ist aktuell unklar. Gibt es keine Theorien. Lifeline 2,5 mal schneller das Care Package. Also das Drop, das habe ich vor kurzem erst gezeigt. 2,5 mal schneller Drop das Care Package runter, was verdammt schnell ist und ultra nice aussieht. Nerfs. Zier bekommt einen Nerf in Season 16, das ist schon lange bekannt. Horizon bekommt einen Nerf, da kann es sein, dass es erst zum zweiten Split ist. Spätestens wenn die Apex Legends Global Series vorbei sind, soll wohl Respawn sogar bestätigt haben, bekommt Horizon einen Nerf. Und man geht im Netz davon aus, dass es tatsächlich der Bug, den wir vor ein paar Tagen hatten, wo wir in ihrer Fähigkeit im Gravity Lift hatten wir einen minimalen Aim Assist nur und haben fast nichts in dem Gravity Lift getroffen. Viele denken, dass es einfach ein Aim Assist Nerf ist. Das kann tatsächlich sein. Allgemein soll die Scan Meta über die Legenden in Season 16 genervt werden, was aber nicht heißt, dass jede scanfähige Legende komplett unbrauchbar wird, weil Krypto eigentlich in Season 16 einen Buff bekommen soll. Was da aber genau passiert, müssen wir mal abwarten. Unklar ist zum Beispiel ein Buff für Ashe und Revenant. Es könnte nämlich, also da passiert auf jeden Fall was, es kann aber sein, dass das erst in Season 17 passiert. Und Wraith, dort steht schon lange ein Buff und nicht sogar ein Rework im Raum tatsächlich. Und das ist eine Sache, die von Respawn tatsächlich sogar vor über einem Jahr mal bestätigt wurde. Seit heute oder bis heute ist da aber nichts passiert und es geht wohl das Gerücht laut Leaks rum, dass Wraith in Season 16 endlich irgendwas bekommt. Ob das jetzt aber ein Rework ist oder einfach nur ein Buff, müssen wir abwarten. Waffen, Nemesis, Assault Rifle, eine Energiebürstwaffe, funktioniert wie jede andere Waffe auch. Bloß, dass sie die Besonderheit hat, sie hat genauso so einen Ladebalken wie die Rampage. Und wenn wir ein paar Bursts auf den Gegner treffen, wirst du dafür belohnt, dass du die Waffe dann vollautomatisch schießen kannst, bis der Balken leer ist. Absolut geile Geschichte, die P2020 scheint bestätigt, wird eine Starterwaffe. Wir droppen mit dieser Waffe in der Hand, finde ich eine coole Sache. Wird quasi in keiner Box mehr zu finden sein. Die 301 ist hoch im Kurs, eine Care-Package-Waffe zu werden. Die L-Star bekommt einen Hop-Up, der sich Explosive
Lobber nennt. Genaue Funktionsweise ist leider nicht klar. Legendenklassen werden überarbeitet. Wir haben aktuell 4 Klassen, eine 5. kommt hinzu. Und auch die Zuordnung, ich blende euch hier mal ein Bild ein, wird völlig anders durcheinander gewürfelt. Wir sehen zum Beispiel die Skirmisher-Klasse. Das ist die neue Klasse. Mirage, Octane, Pathfinder, Wraith, Horizon und Valkyrie befinden sich da drin. Das sind quasi alle theoretischen Movement-Legenden mit einem Sonderperk, dass sie entweder einen Sonderperk auf ihr Movement bekommen. Wie der aussieht, ist nicht bekannt. Die Theorie steht auch im Raum, dass sie sehen können, was in einer Care-Package-Waffe drin ist, bevor es überhaupt droppt. Dann haben wir die Kontrolllegenden. Das sind quasi Caustic, Watson, Rampart und Catalyst. Quasi alle Legenden, mit denen wir bestimmte Positionen halten können. Was da ein Sonderperk ist, ist aktuell nicht klar. Aufklärende Legenden seht ihr ganz unten. Krypto, Bloodhound, Vantage und Seer, die können den Mast scannen. Was da noch zusätzlich dazu kommt, ist nicht klar. Offensive Legenden sind Ashmed, Maggie, Bangalore, Revenant und Fuse. Die können eine neue Lootbox öffnen. Diese hier, die blende ich ein, ähnlich wie bei der blauen Lootbox. Und diese zusätzlichen Fächer, die diese 5 Legenden öffnen, da soll extra Munition drin sein, Aufsätze für Waffen, und die angreifenden Legenden sollen sogar einen zusätzlichen Inventarplatz für Munition haben, was sehr, sehr krass ist. Dann haben wir noch die Support-Legenden, Gibraltar, Lifeline, Loba, Newcastle, und die können natürlich die blauen Lootboxen öffnen. Das ist schon bekannt. An der Map soll gebastelt werden, World's Edge. Ich gehe hier aber tatsächlich davon aus, dass das erst in Season 17 passiert, weil wir wissen, dass schon seit längerem ist es so, dass die Map überarbeitet wird, die in der aktuellen Season nicht spielbar ist. Da das 2 Maps aktuell sind, nämlich Stormpoint und Kings Canyon, können wir davon ausgehen, dass es einer der beiden Maps trifft. Ich gehe von Kings Canyon aus, weil Stormpoint vor Kings Canyon das letzte Mal ein Update bekommen hat. Aber World's Edge soll eine Überarbeitung vom Fragment bekommen. Das könnte sein, dass das vielleicht mitten in Season 16 passiert oder eben in Season 17. Fragment wird dem Erdboden gleichgemacht. Wie das aussieht, ist nicht klar, aber es wird definitiv was Großes passieren. Ganz einfach warum. Ich verstehe, warum es passiert, auch wenn es die meisten nicht feiern werden. Es landen einfach zu viele da, ob das Ranked ist oder Publics. Meistens ist es dann so, die Leute, die eben keinen Bock haben, da zu landen, die finden dann im Midgame einfach keine Gegner, weil die meisten einfach schon platt gemacht wurden. Und deswegen könnte ich diese Änderung verstehen und ich würde es auch begrüßen. Leider. Watson soll ein Town Takeover Event auf Stormpoint bekommen. Lightning Rod wird verändert. Oben rechts der Spot auf der Map. Dann haben wir noch allgemeine Änderungen. Das Erbstück Recolor für Wraith soll kommen in einem Collection Event. Wir müssen leider davon ausgehen, dass es ein neues Erbstück ist und nicht das alte, wo wir einfach nur die Farben wechseln. Beweis scheint aktuell das Event zu sein, wo wir den Peacekeeper Skin für eine Menge Geld bekommen, obwohl es nur ein Battle Pass Skin ist. Dann haben wir allgemeine Erbstück Animations Reworks, speziell für die Erbstücke, die nur eine Animation haben, zum Beispiel Bloodhound, Octane, Wraith und so weiter. Deathbox Skins gibt's. Mensch, das ist die geilste Änderung überhaupt in Season 16. Und wir werden Sticker da drauf kleben können. Innovative Änderung, ich freue mich drauf. Arenas fliegt raus, inklusive Ranked. Und entweder kommt Kontrolle hinein ohne Ranked-Modus oder, und das hoffe ich eher, weil dieser League ist älter, eine Limited-Time-Modus-Playlist. Wir können quasi in dieser Playlist in einer gewissen Rotation sämtliche Spielmodi zocken, auf die wir Bock haben, außer die saisonalen, wie zum Beispiel Holobash-Event oder das Halloween-Event. Dann haben wir noch ein Firing-Range-Rework. Wir können endlich die Dummies aktivieren, bestimmte Stärken einstellen, ob die strafen und so weiter und so fort. Wir werden wahrscheinlich ein Haus bekommen, in dem wir Häuserkämpfe üben können und so weiter. Ich hoffe, dass das tatsächlich kommt. Dann ist hoffentlich der Solo-Modus endlich in Season 16 da. Den Respawn höchstpersönlich auf der EA-Seite geteasert hat. Tatsächlich im Text wird der Solo-Modus zweimal benannt. Kann man im Kontext falsch verstehen, aber einmal bin ich mir sicher, kann es eigentlich nur den Solo-Modus bedeuten. Habe ich ein bisschen detaillierter vor kurzem drüber gesprochen. Das spare ich mir für hier. Könnt ihr gerne nochmal auf dem Kanal ein bisschen durchforsten über den Solo-Modus. Das sind alle Änderungen, die aktuell für Season 16 bekannt sind. Leaks nicht vergessen, mit Vorsicht genießen, auch wenn das meiste wahrscheinlich passieren wird. Lasst mir ein Like da, ich würde mich sehr darüber freuen. Ein Follow, wenn ihr das noch nicht getan habt, wäre sehr, sehr edel. Damit unterstütze mich völlig kostenlos und es hilft mir eine ganze Menge. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.